Hallo und herzlich willkommen hier in Göppingen am Industrietag. Mein Name ist Helen Lutz und ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen im 6. Semester. Und wir haben uns heute ein bisschen umgeschaut hier auf der Messe für euch und haben ein paar interessante Firmen zu einem kleinen Interview eingeladen. Herzlich willkommen hier bei uns in Göppingen am Industrietag. Sie sind heute hier mit einem Stand bei uns vertreten. Würden Sie sich vielleicht kurz vorstellen? Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier zu sein. Wir sind schon seit vielen Jahren immer bei der Messe und auch heute hier für das Interview. Mein Name ist Magdalena Dold, ich bin Personalreferentin und Ausbildungsleitung bei der Firma Euchner. Ja, mein Name ist Martin Peik, ich bin der andere Teil von der Ausbildungsleitung bei uns im Hause Euchner, nämlich für die gewerblich-technische Ausbildung und auch die Studenten bei uns im Bereich zuständig, vor allem Elektrotechnik und Informatik. Vielen Dank. Was macht Ihr Unternehmen denn besonders attraktiv für die Studierende und auch die Studierende der Hochschule Esslingen? Erstmal die Nähe auch zum Flughafen und zu vielen Infrastrukturen, die wir hier in Esslingen bzw. bei uns in Leinfelden haben. Zudem versuchen wir auch den Studierenden Arbeiten zu vermitteln oder auch zu geben, die ja nicht allzu fern vom Alltag weg sind. Genau, also ich glaube gerade das Thema, dass wirklich Praxisprojekte bei uns gemacht werden können, die auch weiterverwendet werden tatsächlich bei uns in der Abteilung und wir auch drumherum tatsächlich mit allen Azubis und Studenten viele Sachen machen, von Projektwochen über gemeinsame Ausflüge, das sind auch eigentlich immer so die Highlights bei uns im Ausbildungs- und Studienjahr. Und haben Sie Bereiche, in denen Sie gerade besonders nach Praktikanten oder Absolventen oder Bacheloranden suchen? Also wir suchen auch immer vor allem im Bereich Elektrotechnik, aber auch im Bereich der Softwareentwicklung, in dem wir auch sehr, sehr stark überdimensional wachsen, also Richtung Embedded Entwicklung. Und in diesem Bereich sehen wir eigentlich auch für unsere Schalter, die wir herstellen, den größtmöglichen Nutzen in Zukunft. Und wie sieht es bei Ihnen denn so aus mit Vereinbarkeit von Job und Freizeit in Ihrem Unternehmen? Das wird ja auch immer jetzt unserer Generation so zugesprochen. Genau. Wir bieten sowohl mobiles Arbeiten, also auch in den Praxissemestern beispielsweise an, wobei auch der Praxisanteil da einfach sehr, sehr stark auch im Betrieb stattfinden sollte. Mhm. Und alles, was außenrum ist, wenn man zum Beispiel Code entwickelt oder sowas, dann kann man diesen auch sehr, sehr gut zu Hause in entspannter Situation mal viel besser schreiben, als wenn andere im Büro sind, in einem Großraumbüro beispielsweise. Aber der Austausch zwischeneinander kann man auch sehr gut beispielsweise mit Videokonferenzen lösen heutzutage. Genau, und was vielleicht auch nicht ganz uninteressant ist, also wir sind im Tarif Metall- und Elektrobranche. Das heißt, bei uns ist eine 35-Stunden-Woche die Vollzeitarbeitswoche. Ich denke, auch das hilft, wenn man nur 7 Stunden täglich in der Regel arbeitet, dass man nebenher auch noch viel Zeit hat für Freizeit und alles drumherum. Super, ja. Vielen Dank für das Interview und dass Sie hier bei uns mit Ihrer Firma vertreten sind. Dankeschön. Danke Ihnen auch. Danke.